Hi und herzlich willkommen bei Richtig Schwanger. Heute neues Thema Wochenbettdepression und Babyblues. Wo ist eigentlich der Unterschied zwischen Babyblues und Wochenbettdepression? Wie äußert sich so eine Wochenbettdepression? Wie kann ich die behandeln? Wie oft kommt das eigentlich vor? Und kann ich eigentlich auch vorbeugende Maßnahmen ergreifen? Viele Fragen, jetzt gibt es mir Antworten zu diesem Thema. Viel Spaß beim Video. Sprechen wir zunächst mal über die sogenannten Baby Blues. Was sind Baby Blues? Ihr müsst euch das so vorstellen, in der Schwangerschaft habt ihr einen wahnsinnigen Hormoncocktail in euch und wenn es dann zur Geburt kommt, fällt dieser Hormoncocktail quasi rapide ab. Euch werden quasi diese ganzen Hormone einmal weggenommen. Und dabei kann es dazu kommen, dass man in den ersten Stunden und Tagen nach der Geburt heftigste Stimmungsschwankungen hat. Und klassischerweise äußert sich das so, vielleicht kannst du es bestätigen oder dein Mann kann das sogar bestätigen, dass du zwischen Glück und Glückseligkeit und Euphorie verfällst in Weinerlichkeit, Reizbarkeit und das innerhalb von weniger Minuten. Dazu sei gesagt, das ist ein ganz normaler Vorgang, ein ganz normaler Prozess und es betrifft fast 50-70% der gewordenen Mütter. Das Ganze ist aber auch selbst limitierend, das heißt, das hört 3-5 Tage nach der Geburt von selbst auf. Und wie gesagt, ihr müsst euch mal vorstellen, die weiblichen Hormone sind in der Schwangerschaft bis zu 200-fach erhöht. Und wenn das euch innerhalb von weniger Stunden und Tage weggenommen wird, ist es ganz normal, dass der Körper darauf reagieren kann. Und daher muss man das auch gar nicht speziell behandeln. An alle, die beteiligt sind, seid empathisch, seid rücksichtsvoll, unterstützt die Frau, es gibt sich nach ein paar Tagen, jetzt ist die Zeit, wo man zueinander stehen muss. Dauern diese Symptome längere Zeit nach der Geburt an oder kommen auch noch andere Symptome dazu, das klären wir gleich, dann spricht man von einer sogenannten Wochenbettdepression. Wie kommt es, dass die einen Frauen nur diesen Wochenbett-Blues, den Baby-Blues haben und die anderen kriegen eine manifeste Depression? Fassen wir nochmal zusammen, was allen gewordenen Müttern gemein ist. Ihr habt eine Hormonumstellung, euch werden also diese ganzen Schwangerschaftshormone einmal entzogen. Dann habt ihr natürlich eine absolute Reizüberflutung, jetzt habt ihr auf einmal Verantwortung für ein neues Leben. Ihr habt einen Schlafmangel in den ersten Tagen, ihr habt wahrscheinlich sogar mal das Gefühl, keine gute Mutter zu sein. Vielleicht klappt es mit dem Stillen noch nicht so gut, das Gefühl, ich kann mein Kind nicht ernähren, kommt dazu. Vielleicht ist bei dir sogar was ein bisschen heftiger gerissen oder du hast einen Kaiserschnitt und deine Schmerzen sind auch nach ein paar Wochen noch nicht ganz weg. Ich glaube, die paar genannten Punkte kann eigentlich jede Mutter unterschreiben, das haben alle. Wie kommt es jetzt aber dazu, dass die eine dann doch eine richtige manifeste Depression daraus entwickelt? Ein wesentlicher Aspekt, der dazu beitragen kann, ist die mangelnde soziale Unterstützung. Das heißt, die mangelnde Unterstützung vom Partner oder von der Familie, von Freunden, dass man quasi allein mit seiner Problematik dasteht. Deswegen finde ich es auch ganz wichtig, sich mit anderen gerade gewordenen Mamis zusammenzusetzen und darüber zu sprechen, wo die Probleme sind. Wenn du vorher schon unter Angststörungen oder sogar depressiven Episoden gelitten hast, kann es sein, dass du im Wochenbett dann auch eine Depression bekommst. Gleiches gilt übrigens auch dafür, wenn du bei der letzten Geburt auch schon Wochenbettdepressionen hattest, erhöht sich natürlich auch die Wahrscheinlichkeit, dass du es diesmal auch wieder bekommst. Nicht vergessen davon auch den Ablauf der Geburt. Für viele Frauen kann das ein ganz traumatisches Erlebnis sein. Vielleicht gab es Komplikationen, der Arzt musste oder die Hebamme musste auf den Bauch drücken. Das ist für viele Frauen ganz traumatisch. Und auch da kann es natürlich danach zur manifesten Depression kommen. Was man auch im Auge behalten sollte, sind zum Beispiel, wenn du in der Schwangerschaft Schilddrüsenprobleme hattest. Also die Schilddrüsenhormone müssen danach nochmal gecheckt werden. Auch sowas kann einfach eine Depression verstärken oder sogar auslösen. Wie oft kommen Wochendepressionen eigentlich vor und wie äußern sich die Symptome? Was habe ich da genau für Symptome, die sich unterscheiden von einem Babyblues zum Beispiel? Wochenbettdepressionen kommen bei 10-15% aller Frauen nach der Geburt vor. Ist natürlich auch davon abhängig, was für eine Vorgeschichte du hast. Ob du schon mal eine Depression hattest, ob du in der letzten Schwangerschaft schon mal eine Depression hattest oder auch danach. Davon ist es abhängig, aber unterm Strich sind es 10-15%. Die Symptome sind klassischerweise dieselben Symptome, wie es bei einer Depression vorkommt. Das heißt, eine gewisse Interessenlosigkeit, eine Freudlosigkeit, Antriebsminderung. Man ist sehr nachdenklich und grübelt viel. Man hat vielleicht sogar Suizidgedanken. Hinzu kommt noch eine Komponente, die ich schwierig finde. In der Literatur findet man nämlich auch überall den Begriff, ja, die Ängste als Mutter zu versagen, die Ängste, das Kind nicht genug stillen zu können, nicht gut ernähren zu können. Aber ich finde, das hat irgendwo auch jede Frau mal, diese Phase, wo man denkt, ich schaffe das nicht, alle kriegen das hin, aber ich kriege es irgendwie nicht hin. Ich kann mein Kind nicht ernähren, ich habe zu wenig Milch. Ich kenne fast keine Mutter, die diese Gedanken nicht selbst einmal hatte. Also das bitte ein bisschen in Klammern setzen, aber die anderen Symptome, die ich vorher genannt habe, das sind schon manifeste Symptome von einer depressiven Episode. Sollten solche Gedanken länger als 2-3 Wochen vorkommen nach der Geburt, solltet ihr euch vielleicht doch mal überlegen, euch Hilfe zu holen.
Der Übergang von einem Babyblues zu einer manifesten Wochenbettdepression ist natürlich auch irgendwo sehr schleichend. Das heißt, wenn das nach den ersten 5 Tagen, wo der Babyblues so langsam aufhören sollte, anhält und dann noch über 2 Wochen länger anhält, dann kann man schon davon sprechen, dass man eine Depression hat. Aber gibt es noch eine genauere Methode, um rauszukriegen, ob du jetzt eine Wochenbettdepression hast oder nicht? Es gibt nämlich einen Fragebogen, der dir sehr genau sagen kann, ob du eine Wochenbettdepression hast oder die Veranlagung dazu hast oder nicht. Ich packe euch den Link zu dem Fragebogen einfach mal in die Infobox. Dabei kommt ihr auch gleichzeitig auf die Seite Licht und Schatten. Solltet ihr nämlich eine Wochenbettdepression haben, kann man sich da Hilfe suchen. Das ist eine sehr tolle Seite, wo man Kontakte knüpfen kann und sich wirklich Unterstützung und Hilfe holen kann. Was passiert jetzt eigentlich, wenn die Diagnose Wochenbettdepression steht? Wie werde ich denn dann eigentlich behandelt? Genauso wie die Symptome unterscheidet sich auch die Therapie nicht wirklich von der ganz normalen Depression. Die Therapie einer Depression oder auch einer Wochenbettdepression besteht immer aus mehreren Bausteinen. Da ist einmal der medikamentöse Baustein, also Medikamente. Da ist ein anderer Baustein, der besteht aus einer Psychotherapie und einer Sprachtherapie. Und der dritte Baustein ist ein soziotherapeutischer Baustein. Es gibt also mehrere Faktoren, die in so einer Therapie mit einfließen. Und in den meisten Fällen ist das quasi eine Kombination aus allen drei Bausteinen. Übrigens haben natürlich viele Angst, wenn man Medikamente nimmt, dass man da nicht weiter stillen darf. Diese Angst ist aber unbegründet. Es gibt Medikamente, die darf man auch beim Stillen weiternehmen. Eine Frage, die ich auch oft gestellt bekomme, ist, kann ich eine Wochenbettdepression auch eigentlich verhindern oder dem vorbeugen? Naja, verhindern im eigentlichen Sinne, dass es so hundertprozentig auf keinen Fall auftritt, natürlich nicht. Du kannst aber definitiv vorbeugende Maßnahmen ergreifen. Ganz wichtig, ich habe es anfangs schon mal erwähnt, ist, dass man einen sozialen Background hat, dass man einfach Freunde, Familie hat, die einen unterstützen. Okay, Familie kann man sich nicht aussuchen, Freunde schon, aber nichtsdestotrotz, sprich auch mit Freunden und der Familie drüber, wie es dir geht, was du für Probleme und Ängste hast und versuch dir da auch Hilfe zu beschaffen. Einen anderen wichtigen Aspekt, den ich finde, ist auch andere Schwangere sich zu suchen oder auch Frauen, die gerade entbunden haben danach, weil man sich viel besser austauschen kann, wenn man in derselben Problematik steckt. Dafür sind Geburtsvorbereitungskurse eigentlich ideal, weil man trifft einfach viele Menschen, die ungefähr in derselben Woche sind, ungefähr denselben Entbindungstermin haben und dadurch auch die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist, dass ihr gleichzeitig oder zu einem ähnlichen Zeitpunkt dann euer Wochenbett durchlauft. Hier können sich zum Teil große Freundschaften entwickeln, aber auch einfach nur Bekanntschaften. Man trifft sich, man redet drüber, man hat dieselben Probleme. Ich finde, das ist ein ganz wichtiger Aspekt bei der Geschichte. Und noch einen ganz wichtigen Punkt und auch mal wieder ein Appell von mir. Steckt eure Erwartungen an euch selbst nicht zu hoch. Ihr seid vielleicht zum ersten oder zum zweiten, vielleicht auch zum dritten Mal Mutter, aber dafür gibt es eben keinen Führerschein. Ich denke, ihr gebt euer Bestes, ihr macht das schon gut. Und ansonsten kann man nur sagen, macht euch einfach nicht so einen Stress, macht euch nicht so einen Druck. Das war das Video zum Thema Wochenbettdepression und Babyblues. Ich hoffe, du kannst ein paar Dinge lernen und ein paar Sachen mitnehmen und vor allen Dingen meinen Appell berücksichtigen, öfter darüber zu sprechen oder mehr darüber zu sprechen. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir doch einen Daumen nach oben da, abonniere diesen Kanal, folge mir auch bei Facebook und Instagram, um gar nichts mehr zu verpassen. Wir sehen uns einfach im nächsten Video wieder und bis dahin viel Spaß beim Weiterbrüten. Ciao!